Sehen Sie so, und ich werde noch einmal sagen, wenn man diese Geschlechtsbestimmung, und jetzt gibt es einen Kanadier, der meint, der kann es am vierten Tag, ohne Eingriff, ohne allem, ich sage mal, für einen Euro kann, dann ist die Gentechnik tot. Die zukünftige Geflügelzucht wird sich weiterhin an einer Leistungssteigerung orientieren, denn es geht darum, die Haltungsdauer der Hühner zu verlängern, sprich diese Persistenz. Und da geht es allen voran um die Schalenstabilität. Wir wollen ja gegen Ende der Legeperiode Eier mit guter Schalenstabilität und ausreichender Größe produzieren. Durch die Geschlechtsbestimmung und die allgemeine Kostensteigerung wird die Junghenne immer teurer. Deshalb strebt jeder Landwirt eine verlängerte Haltungsdauer an. Und das strebt auch der Züchter an. Und ferner ist gegen Ende der Legeperiode ist die Erblichkeit relativ gut, um diese Eigenschaften noch zu verbessern. Ja, es wird eine weitere Leistungssteigerung geben in hinsichtlich Lebensleistung und Nachhaltigkeit. Ja, je höher das genetische Niveau der Tiere ist, umso höher sind sicherlich auch die Ansprüche an den Tierhalter. Eine leistungsgerechte Versorgung mit Nährstoffen, eine gute Gesundheitsprophylaxe bereits in der Aufzucht in der Legeperiode sind wichtig, um das genetische Potenzial zu realisieren. Ferner bemüht sich aber der Tierzüchter auch, Tiere zu züchten, die weniger stressanfällig sind. Das ist also ein wichtiger Bestandteil der heutigen Zuchtprogramme, die einzelnen Familien zu prüfen, wie sie auf Stresssituationen reagieren. Und dann werden diejenigen Familien zur Weiterzucht selektiert, die am besten damit zurechtkommen. Es ist ein wichtiger Punkt. Wir brauchen Tiere, die robuster sind und auf Umweltveränderungen besser reagieren. Das wichtigste Nachhaltigkeitskriterium ist ganz klar die Futterverwertung. Der Aufwand Futter je Kilogramm produzierte Eimasse oder je Kilogramm Hähnchenfleisch. Wir müssen versuchen, den Einsatz von Rohstoffen weiter zu reduzieren. Ferner werden alle Zuchttiere auch geprüft mit Rationen, die nur von heimischen Futterkomponenten bestehen. Es gibt ja das klassische Thema, bitte etwas weniger Soja. Und wir haben auch in Westeuropa gute andere Eiweißträger, die zum Einsatz kommen können. Aber wenn man ehrlich ist, ein Futter aus Soja und Mais, so wie es beispielsweise in den USA und Brasilien praktiziert wird, ist das einfachste Futter und das lieben die Hühner. Viele verstehen Tierwohl mit höherem Platzangebot und Freilandzugang. Das bedeutet, wir brauchen mehr Stallungen, wir haben geringere Produktivität je Quadratmeter Stallgrundfläche. Und leider ist es so, dass einige Tierwohlkriterien, wie zum Beispiel, wenn welche fordern, reduzierte Leistung, wie beim Masthähnchen, geringere tägliche Zunahmen, einen höheren Futteraufwand, einen höheren Ressourcenverbrauch. Das geht dann genau in die falsche Richtung. Also oft sind Ressourcenschonung und mehr Tierwohl konträr, weil, wie eingangs schon gesagt, der Futteraufwand je Kilogramm essbares Lebensmittel muss langfristig reduziert werden. Und da ist es nun mal so, eine intensive Produktion hat einen geringeren Ressourcenaufwand als eine extensive Produktion. Aber gerne sucht man die Lösung in der extensiven Produktion und man meint, dass man damit auch einen Nachhaltigkeitsbeitrag leistet. Das ist aber leider nicht der Fall. Die Gentechnik bietet in der Theorie große Chancen und es ist richtig. Eine israelische Arbeitsgruppe hat es geschafft, dass sich die männlichen Embryonen nur 2-3 Tage entwickeln und dann absterben. Das wäre eigentlich von der Idee her eine Patentlösung. Vielleicht wäre noch besser, man hätte fluoreszierende Embryonen, wo man die Bruteier schon vor Einlage in den Brutschrank aussortieren könnte. Ja, es ist ein Ansatz, der sicherlich in Europa keine Akzeptanz finden wird, obwohl aus wissenschaftlicher Sicht die Legehenne selbst keine Modifikation trägt. Es kommt alles, geht über nur auf den männlichen Embryo und der entwickelt sich nicht. Wissenschaftlich eine interessante Lösung, die noch weit weg ist von irgendeiner praktischen Anwendung, aber sicherlich sozialwissenschaftlich genau hinterfragt werden muss, ob wir es wirklich brauchen. Wissenschaftlich ist es top und die perfekte Lösung, aber sie machen Gentechnik. Und das sind sogenannte Transgene-Tiere. Das ist kein Gene-Editing,
keine softe Modifikation, sondern sie bringen artfremdes Erbgut hinein. Und das ist nach dem Gentechnikgesetz der schlimmste Eingriff. Wenn Sie morgen eine gesundheitsresistentere Pflanze machen mit Gene Editing, das wird vielleicht akzeptiert, aber nicht völlig artfremdes Erbgut hineinzubringen. Weil es geht darum, was ist, wenn diese Hühner irgendwo in die Hobbyhaltung kommen und sich vermehren. Dann ist dieses Genkonstrukt auf einmal in der deutschen Hobbyhaltung. Und dann ist der Inverkehrbringer schuld, weil er hat dieses Problem verursacht. Wir haben das strengste Gentechnikgesetz und deshalb in USA oder in Japan werden solche Ansätze verfolgt und weiter beforscht. Oder allem voran ist Israel und Australien. Also ich werde nachher noch darauf eingehen. Ja, die treiben es voran. Und der Israeli sagt zu mir auch ganz klipp und klar, Mensch, ihr Deutschen, ich stelle euch da immer so an, ihr kommt auch noch zur Vernunft. Die sagen wirklich, wir sind unvernünftig. Ihr wollt die Menschheit effizienter ernähren, ihr wollt den Hunger bekämpfen, verweigert euch der Innovationen. Du fährst doch heute auch ein besseres Auto als früher. Da darfst und da nicht. So schwarz-weiß machen die das. Aber das wird bei uns, ich denke nicht. Weil, sehen Sie so, und jetzt werden nachher nochmal sagen, wenn man diese Geschlechtsbestimmung, und jetzt gibt es einen Kanadier, der meint, der kann es am vierten Tag, ohne Eingriff, ohne allem, ich sage mal, für einen Euro kann, dann ist die Gentechnik tot. Weil warum soll ich die Gentechnik anwenden? Am Tag 4, wenn bei dem anderen sie am Tag 3 von selber absterben. Also einen Tag später holt er sie mit der Maschine raus. Ohne Gentechnik, ohne Eingriff, ohne allem. Dann ist alles andere weg.